Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Besucher, als erster Bürgermeister dieser Stadt darf ich Sie ganz, ganz herzlich hier in Buchloe, dem Tor zum Allgäu, willkommen heißen. Buchloe kennt man seit 1847 vom Bahnhof her, weil zwei Bahnlinien sich in Buchloe kreuzen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Einkaufen, genießen Sie die Gastronomie. Einfach alles, alles Gute für Sie. Dankeschön. Willkommen in der Stadt Buchloe. Als Tor zum Allgäu bekannt, liegt Buchloe zwischen München und Memmingen, direkt an der A96 und der Bundesstraße 12. Rund 600 Pendler nutzen täglich den Bahnhof in Buchloe, um ihre Arbeitsplätze schnell und bequem zu erreichen. Die gute Lage ermöglicht es, in einer Stunde nach München, Augsburg und an den Bodensee zu reisen. Für seine über 10.000 Einwohner hat die Stadt allerhand zu bieten. Umfassende Bildungseinrichtungen sind der Grundstock für den Nachwuchs. Vom Kindergarten und Kindertagesstätte bis zum Gymnasium sind alle Schulstufen vertreten. Die Bildungslandschaft und die Bildungsqualität in Buchloe ist für unsere jungen Leute, für die Familien wirklich hervorragend. Von der Kinderbetreuung über die Grundschule, Mittelschule, was von Buchloe und vom Schulverband angeboten wird, bis zur Realschule und zu unserem Highlight, unserem neuen Gymnasium, ist wirklich alles vor Ort da. Der Rohstoff Geist wächst quasi in Buchloe ständig und deswegen ist Buchloe und auch der nördliche Teil unseres Landkreises Ostallgäu ein ganz hervorragender Wohnort, aber auch ein sehr attraktiver Wirtschaftsstandort. Das Jugendzentrum ist ein beliebter Treffpunkt und sorgt bei den Jugendlichen für Abwechslung und Bewegung. Über 70 Vereine aus allen Bereichen bringen Jahr ein, Jahr aus Schwung in das Stadtleben. Veranstaltungen und Sportanlagen nach Maß bieten ideale Rahmenbedingungen im Sommer als auch im Winter. Rings um die Stadt finden sich Sportbegeisterte inmitten erholsamer Natur-, Wander- und Radwege wieder. Geschichtliche Hintergründe über die Stadt können Interessierte im Heimatmuseum erfahren. Ausstellungsstücke über die Ortsgeschichte bis hin zur Eisenbahn lassen sich hier besichtigen. Ein einzigartiges Highlight: Buchloe beherbergt die einzige Volkssternwarte im Ostallgäu. An sternklaren Dienstagsnächten haben Interessierte die Möglichkeit, einen Blick in die Weiten des Weltalls zu werfen. Unter dem Allgäuer Sternenhimmel findet alljährlich die Nacht der Lichter statt, die vom Gewerbeverein Buchloe veranstaltet wird. Etwa 40 Geschäfte bieten an diesem Abend verlängerte Öffnungszeiten und die Einkaufsstraße verwandelt sich in ein Meer aus Lichtern. Mit Frühjahrsmarkt, Herbstmarkt und dem Christkindlmarkt ist über das ganze Jahr etwas geboten. Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf findet man in Buchloe in der Bahnhofstraße. Autofahrer haben hier die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge kostenfrei vor den Geschäften abzustellen, um bequem einkaufen zu können. In der Seniorenbegegnungsstätte hat auch die ältere Generation die Möglichkeit, Kontakte zu pflegen. Ebenso ist für ausreichend Alten- und Pflegeheime gesorgt. Die Schnelleinsatzgruppe des BRK, die Wasserwacht, die Feuerwehr, die Polizei und der Notdienst des Krankenhauses vor Ort sorgen für schnelle Hilfe in Notfallsituationen. Die verschiedenen medizinischen Einrichtungen bieten ihren Patienten heimatnahe medizinische Grundversorgung auf hohem Niveau. Der Arbeitsmarkt in Buchloe ist vielseitig. Nicht nur die Industrie schafft Arbeitsplätze, sondern auch Einzelhandelsgeschäfte und mittelständische Unternehmen. Landwirtschaft und Milchindustrie haben eine große Bedeutung für die Stadt. Dem Allgäuer Braunvieh ist es zu verdanken, dass sich große Milchverarbeitungsunternehmen in Buchloe niedergelassen haben. Der Wirtschaftsstandort Buchloe wächst weiter und bietet Unternehmen die Möglichkeit, sich in der Stadt anzusiedeln. Schauen Sie auch einmal in Buchloe vorbei und denken Sie, was unsere charmante Stadt zu bieten hat.
Herzlichen Dank, dass Sie sich diesen Informationsfilm angeschaut haben. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie in Buchlöhe vielleicht persönlich kennenlernen dürfte. Herzlichen Dank, alles Gute.